Die Nullingers. Nullingers! Das ist echt der Hammer! Gott, Ginabuli! Was? Nein! Auf Antenne Bayern. Echt? Cool! Die Weihnachtsfeiern in Bayern sind in vollem Gange und auch Herr Nullinger hat die Einladung zur Weihnachtsfeier seines Arbeitgebers bekommen. Super, ich liebe die Antenne Bayern Weihnachtsfeier. Da sauf ich erst die Schiederin unter den Tisch. Papa, die Schiederin ist aus der Oberpfalz. Da kannst du die warm anziehen. Die sagt nach 8 Obstler nur fehlerfrei, wenn Whisky-Mixer Whisky mixen, mixen Whisky-Mixer Whisky. Das ist lustig. Wenn Whisky-Mixer Whisky mixen, mixen Whisky-Mixer mixen Mixer. Also wirklich, Jacqueline, jetzt reiß dich heute mal zusammen. Na mach halt dann du mal, Mama. Also gut, wenn Whisky-Mixer, Whisky-Mixen, mixen, Whisky-Mixer, mixen. Naja, auf alle Fälle ist das eine schon mal klar. Die Weihnachtsfeier ist am 17. Bitte am 18. mich nicht vor 12 Uhr mittags ansprechen, gell? Am 17. Dezember habt ihr am Montag Weihnachtsfeier, Papa. Also, Pulli, du bist ja wirklich so blöd, weil Antenne Bayern die Betriebsweihnachtsfeier an einem Montag macht. Also wirklich, du gibst auf einen Schmarrn. Das ist doch ein derartiger Kass. Das ist doch... ein Montag. Der 17. ist ja ein Montag. Sag mal, geht's noch? An einem Montag Weihnachtsfeier? Da muss ich doch gleich am nächsten Tag in die Arbeit. Da kann ich ja gar nicht gescheit saufen. Josef, Idee. Wie war's denn, wenn du auf der Betriebsweihnachtsfeier mal nicht saufst? Also, das ist doch wirklich so ein schwachsinniger Vorschlag, Maria. Eine Weihnachtsfeier ohne Alkohol. Wie soll ich denn das überleben? Naja, so gute Erfahrungen mit Alkohol hast auf der Betriebsweihnachtsfeier bis jetzt auch wieder nicht gehabt, Papa. Oder? So wie letztes Jahr... So, ihr hört mal, zur Ehre als Geschäftsführer sage ich jetzt einmal, wie es ist. Ich bin jetzt einfach mal der Josef. Ja, Herr Nullinger, und ich bin jetzt einfach mal der Herr Hörhammer. Jawohl, du bist mein Freund. Was? Zu fix. Na ja, gut, sicherlich. Oder wie vorletztes Jahr, Josef? So, Freunde, und jetzt kommt der Höhepunkt des Abends. Ich bringe den Weihnachtsstern ganz oben auf dem Christbaum an. Was? Herr Nullinger! Haltet ihn zurück! Herr Nullinger! Gut, sicherlich. Dann mache ich das halt heuer mal ganz anders. Du trinkst nichts, Josef? Nein, Maria, aber ich fühle sie alle so ab, dass mein Rausch dagegen wirkt, als wäre ich nüchtern. Weihnachtsfeier, ich komme! Papa! Josef! Montag wieder, kurz nach 7 auf Antenne Bayern.